Der Umzug mit unserem Tiny House steht nun vor der Tür. Daher gibt es noch einige Dinge, die wir organisieren und vorbereiten müssen. Und darum geht es auch in diesem heutigen Video. Wir sind übrigens Anja und Ilan. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wohnen ja jetzt hier schon in unserem Tiny House, haben uns ein bisschen einleben können auch. Wir prüfen unser Haus ja noch auf Herz und Nieren und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir merken immer mehr, unsere To-Do-List wird kürzer, wir können immer mehr abhaken und wir freuen uns eigentlich schon auf die Zeit im Winter, wo wir auch ein bisschen runterfahren können, ein bisschen uns vor allem im Innenraum mehr einrichten können, Schubladen, Inhalte organisieren, jedem Teil einen bestimmten Platz zuordnen zu können. Aber bis es soweit ist, müssen wir eben noch die Dinge für den Umzug vorbereiten und vor allem dann auch für die Zeit auf dem neuen Grundstück. Und darum soll es jetzt heute so ein bisschen gehen. Wir können ja mal mit den Vorbereitungen für das neue Grundstück anfangen und teilen das auf in das haben wir schon geschafft. Und das ist noch zu tun. Was haben wir also schon geschafft? Wir haben ein Stromkabel bestellt in der entsprechenden Länge, die wir benötigen. Wir haben die Stützen für unser Haus auf dem neuen Grundstück verstärkt, also die Bereiche, wo dann die Stützen eben platziert werden oder unser Haus dann auch aufgebockt wird. Und wir haben die künftige Einfahrt auf diesem Grundstück verstärken können mit den Rasengittersteinen, die wir abgeholt haben. Wir sind noch nicht ganz durch, aber so sieht jetzt der aktuelle Stand zumindest aus. Folgende Dinge müssen noch für das neue Grundstück gemacht werden. Wir brauchen zum einen einen Wasserschlauch oder zwei Wasserschläuche, weil wir eine etwas größere Distanz haben. Da haben wir relativ lange auch recherchiert und gesucht, weil der klassische Gartenschlauch ja immer 1,5 Zoll hat. Dadurch, dass unsere Distanz dabei etwas größer ist und wir den Druckverlust einfach vermeiden möchten, gehen wir auf 3/4 Zoll. Ja. Und wie die Konstruktion genau ausschauen wird, das zeigen wir euch dann, wenn wir es bestellt haben. Aber das muss auf jeden Fall vorgenommen werden. Das Gleiche gilt dann auch für das Stromkabel tatsächlich. Auch diese Leistung nimmt ab über die Distanz. Also da haben wir darauf geachtet, dass wir so wurde uns das auch empfohlen, dass wir ein 6 Quadratmillimeter Kabel wählen, im Querschnitt 6 Quadratmillimeter, weil wir ja auch stark Strom benötigen. Wir haben zwei CEE-Stecker bestellt, die müssen wir dann auch noch verbinden mit diesem Kabel. Und wir brauchen dafür dann auch eine andere Sicherung, also wahrscheinlich 25 Ampere. Also das ist jetzt alles auf Empfehlung unseres Elektrikers und Fachmanns. 25 Ampere bei der Stromquelle. Bei der Stromquelle, von der wir Strom beziehen. Damit die Sicherung überhaupt rausspringt auch, beziehungsweise das ganze Konzept auch aufgeht und funktioniert. Ja. Unser Elektriker hat ja damals einen 32 Ampere Stecker an unserem Haus installiert. Ich weiß nicht mehr, warum er das gemacht hat. Eigentlich beziehen wir 16 Ampere dreiphasigen Drehstrom, also eigentlich normalen Haushaltsstrom. Das nur als Randnotiz, weil es eben sehr wichtig war. Es war auch etwas, was wir gelernt haben, dass über so eine große Distanz oder eine höhere Distanz dann eben auch die Leistung eben, nachlässt. Was macht auch Sinn, aber haben wir vorher gar nicht bedacht. Es wird wieder lauter hier mit dem Rasenmäher. Um nochmal ganz kurz auf die Wasserschläuche zurückzukommen. Wir nähern uns ja dem Winter, die Tage werden immer kälter oder vor allem die Nächte werden immer kälter. Und da ist es uns besonders wichtig, wenn wir jetzt auch die Wasserschläuche bestellen, dass wir auch so einen Schlauchwagen oder im Prinzip eine Aufräummöglichkeit bestellen, um dann auch den Wasserschlauch aufzurollen und somit auch von dem zurückgebliebenen Wasser zu befreien, damit es eben nicht gefriert und unser Schlauch nicht nach einer Saison oder ein paar Wochen schon kaputt geht. Das wollen wir natürlich vermeiden und wir dann auch immer nach Bedarf unseren Wassertank auffüllen können. Und deshalb haben wir auch zwei Schläuche gewählt, ne? Genau, dass wir die dann adaptieren können, dass der Weg nicht zu weit ist, ein Schlauch nicht zu schwer ist. Mal gucken, ob da unser Plan aufgeht, aber das werden wir zumindest jetzt erstmal noch bestellen. Für die Unabhängigkeit auf unserem Grundstück müssen noch einige Sachen bestellt werden. Also ich meine, da war noch ein Staubsauger, den wir bestellen wollten, ein Waschtrockner, den wir bestellen wollten. Randnotiz von dem Waschtrockner. Ja. Wir wollten uns einen Gebrauchten auf eBay kaufen und haben Ewigkeiten recherchiert, bis dann Ilan auf die Idee kam, misst doch nochmal nach, welche Tiefe wir jetzt auch genau haben in unserem Waschmaschinenschrank, weil der Bau ja schon ein paar Monate zurückliegt. Ja. Und wir haben festgestellt, dass die klassische Tiefe von 60 cm leider gar nicht passt bei uns. Doch, die passt, aber wir müssten unsere Tür abbauen. Ja. Unsere Schranktür, und das wollen wir natürlich nicht. Warum wir uns auch für einen Waschtrockner entschieden haben und wie das Ganze dann funktioniert, das werden wir in den nächsten Wochen, wenn er dann auch da ist, nochmal genauer erklären.
Warum eben nicht nur eine Waschmaschine? Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Nur so viel erstmal noch zu den Vorbereitungen oder Bestellungen, die noch getätigt werden müssen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Zaun, ne? Also der Zaun ist mir persönlich sehr wichtig. Einen Rollzaun wollten wir jetzt, weil der sieht eigentlich ganz nett aus. Mhm. Da sind wir noch in der Recherche. Wichtig ist uns eigentlich nur, dass wir Vincent auch mal rauslassen können, unseren Hund, unseren kleinen Mops, falls ihr den noch nicht kennt, dass wir die Tür hier einfach mal offen lassen können und er kann sich dann frei bewegen. Kommen wir zu den Vorbereitungen für den Transport unseres Tiny Houses. Also was haben wir schon gemacht und was müssen wir noch machen? Mhm. Schon gemacht haben wir unter anderem einen Sitter aufgesucht, beziehungsweise wir haben einen Sitter gefunden für unseren Mops. Das klingt so nebensächlich und so witzig, aber es ist uns total wichtig, weil unser Hund einfach totale Verlustängste hat und natürlich auch unsere Unruhe oder unsere Aufregung spürt, dass er sich da wohlfühlt. Wir kennen das schon von dem Umzug aus Berlin, als wir Berlin verlassen haben. Ja. Und wir haben ganz tolle Freunde, die auch Hunde haben und da ist Vincent einfach bestens aufgehoben und ja, das heißt, er ist da gut versorgt und wir können uns auf den Umzug konzentrieren. Mehr in dem Bereich haben wir noch nicht vorbereitet, kommen wir zu den Sachen, die noch gemacht werden müssen. Die Liste der To-Dos ist leider deutlich länger. Wir müssen noch einen Treckerfahrer organisieren. Wir wollen das Haus mit einem Trecker transportieren. Wir hatten da einfach ein ganz gutes Gefühl. Auch für das Rangieren auf dem Grundstück, da braucht man ein bisschen weniger Platz. Und der eine Treckerfahrer, der ja bei unserem Grundstück auch mit der Rasenwalze das so ein bisschen platt gefahren hat, der war so kompetent. Und wir müssen einfach, oder wir hoffen, dass er an dem Tag dann auch Zeit hat. Das ist leider noch nicht ganz safe, aber das wäre natürlich unser Favorit. Ja. Dann haben wir noch das Gewichtsthema. Also wir müssen das Gewicht auf jeden Fall noch reduzieren und besser verteilen, wenn das geht. Also das heißt in diesem Kontext, dass wir die Küche rausräumen zum größten Teil, also dass wir alle Schränke samt der Inhalte rausräumen, dass wir auch den Kühlschrank rausnehmen und den Ofen, dass hier so viel Entlastung gegeben ist auf der Deichsel wie möglich. Wir haben ja sehr viel Gewicht vorne auf der Deichsel, was eigentlich für das Fahrverhalten ganz gut ist, aber das Gewicht, was wir haben, das ist zu viel. Somit müssen auch die Podestschubladen raus samt der Inhalte. Wir haben ja alles gewogen und da war alles drin. Die Gasflaschen dürfen wir auch nicht vergessen. Die kommen auch noch raus. Genau, das Sofa kommt auf jeden Fall raus. Also das Sofa, auf welchem wir jetzt gerade sitzen. Das ist nicht schwer, aber wir haben gedacht, Kleinvieh macht auch Mist und je mehr einfach rauskommt, desto besser. Was wir aber nicht rausnehmen, ist unsere Dusche. Da trauen wir uns nicht. Da kommen wir zur Ladungssicherung. Ja. Ne? Also das, was dann am Ende noch drin bleibt, muss natürlich gesichert werden für den Transport. Und die Dusche, das war ein ganz schöner Krampf, die aufzubauen, beziehungsweise haben wir einfach das Gefühl, dass sie ein mehrfaches Abbauen oder Aufbauen nicht überstehen würde. So ist sie toll, aber manchmal hat man es irgendwie schon im Gefühl, dass man sie einfach stehen lassen sollte. Also es summiert sich alles, ne? Und wir wollen halt einfach so viel wie möglich rausräumen und die Tanks natürlich leeren. Auch ganz, sowas vergisst man dann, so Kleinigkeiten, ne? Alle Tanks entleeren, Frischwassertank, Grauwassertank, Urintank. Alles entleeren. Die Toilette müssen wir noch entleeren. Wir haben eine Trockentrenntoilette. Ja. Wir verlinken euch auch gerne nochmal das Video. Ja. Die ist auch super, die riecht auch gar nicht. Nee. Aber auch nur, wenn der Lüfter läuft. Ja, das heißt, der Lüfter ist wichtig. Wir hatten einmal, ich glaube, 2 oder 3 Stunden den Strom aus und dann riecht es natürlich. Das merkst du sofort. Das heißt, der Eimer muss definitiv entleert werden. Gut, dann sind es noch so die Kleinigkeiten, die Akkus halt laden für den Akkubohrer, dass wir unser Haus auch wieder aufbocken können am Standort, dass wir also genug Saft dafür haben. Dann die Transportversicherung natürlich noch abschließen. Sollen wir kurz den Akku wechseln? Ja, machen wir. Ja, und dann wollen wir uns noch ein paar Bretter organisieren oder Platten, die wir, sobald das Haus auf das neue Grundstück fährt und auf dem Weg zum Stellplatz eben reingeschoben wird, dass wir dort einfach die Räder mit unterlegten Brettern unterstützen können, dass die sich eben nicht in dem sehr lehmhaltigen Boden reinfressen. Zum Glück ist es nicht der erste Umzug, das heißt, so ein bisschen Erfahrung konnten wir schon sammeln und man erspart sich einfach viel Stress und Arbeit, wenn man einfach eine Platte jeweils unter die Reifen legt und immer wieder die eben neu ansetzt. Es ist noch viel zu tun. Wir sind aber guter Dinge, dass wir das alles, dass wir das alles hinbekommen. Drückt uns die Daumen, dass das mit dem Traktor klappt, dass wir wirklich kommendes Wochenende umziehen können. Wir hoffen, dass wir bei den ganzen Vorbereitungen es auch schaffen, dann ein Video für kommenden Sonntag zu drehen. Falls nicht, lassen wir euch das aber nochmal in den YouTube-Notizen oder auf Instagram wissen. Ja. Da müssen wir einfach so ein bisschen flexibel bleiben. Also es kann sein, dass nächsten Sonntag kein Video kommt.
Gut, dass du es erwähnst. Aber wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Hoffen, dass euch unser Vorbereitungsvideo gefallen hat, auch wenn es ein bisschen viel und chaotisch ist. Lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und bleibt vor allem dran, denn der Umzug, der wird mit Sicherheit sehr aufregend und auch unser Neubeginn. Und ja, schaltet gerne ein. Wir freuen uns. Nächsten Mal. Ciao. Tschüss.